Das Triebspektrum des Menschen beinhaltet situativ abrufbare, sich in der Regel der bewussten Steuerung entziehende, aber bei gesunder Psyche ausgewogen eingesetzte Reflexmuster. Bei Hunger isst man, bei Durst trinkt man, bei sexuellem Verlangen schaltet man das Licht aus. Aber was tut der Mensch, wenn ihn ein unkontrollierter Blutrausch packt? Wenn er nur noch im Töten wahre Befriedigung erfährt? Gerade dann ist er auf unsere Zuwendung angewiesen. Machen wir also unsere Herzen zu Mördergruben und öffnen sie für Manni Wörner. Kameraden, Soldaten, Männer. Die Zeit der defätistischen Heulsusen ist endgültig vorbei. Wenn dieses Land wieder marschiert, dann nicht mehr mit linksradikalen Dolchstoßparolen, sondern mit vaterländischem Liedgut auf den Lippen. Und es werden auch nicht länger die eigenen Rathäuser umzingelt und Marktplätze besetzt, sondern die des Feindes. Denn wir werden wieder Kriege führen, made in Germany. Der Krieg als Vater aller Dinge, die Bundeswehr als Schule der Nation. Ja, gibt es denn ein edleres Bild wahrer Männlichkeit als das des tapferen Soldaten, wie er mit aufgepflanztem Bajonett zwischen seine Feinde fährt und dort stechend und schlitzend durch kunstvolle Fontänen feindlichen Blutes schreitet? Nicht der sogenannte saubere Krieg per Knopfdruck, dieser den Menschen von seiner Waffe, seiner Tat entfremdende Maschinenkrieg ist mein Krieg. Nein, ich will mit meinen eigenen Händen ein Werk der Vernichtung schaffen. Ich will in den Gekrösen meiner Widersacher wühlen, will in ihre angstvoll aufgerissenen Augäpfel blicken, ehe die ewige Finsternis ihren gnädigen Mantel über die wimmernden Leiber hüllt, die zu meinen Füßen sich im schmerzverzerrten Wahnsinn winden. Oh, lasst meine genagelten Stiefelsohlen die blutigen Moraste ungezählter Schlachten schmecken. Ich bin Manni, der Messias des Metzelns und der Massengräber, und ich werde euch nicht nur in einen heiligen Krieg, sondern in tausend heilige Kriege führen. Herr Manfred Wörner, bitte zum Elektroschock. Herr Manfred Wörner zum Elektroschock. Oh, Elektroschock, hier wird man aber verwöhnt. Ich leide, Herr Doktor. Ich, Graf Otto, leide unter diesen unsäglich vulgären Normalverbrauchern, die mich mit ihren kleinbürgerlichen Existenzängsten belästigen und mir dabei das Wertvollste stehlen, was einem Manne meiner Position geblieben ist: meine Zeit. Oh, wie ich sie verachte, diese emsig wuselnden, ungewaschenen, nach Altöl und Proletenschweiß stinkenden Arbeitstiere. Wenn sie mich auf meinen Kundgebungen bedrängen und ihr von Fäulnis zersetzter Atem meine adeligen Lungen füllt. Wie sehr wünschte ich mir da das gute alte Feudalsystem zurück. Abstand, möchte ich da rufen. Haltet Abstand, Plebejer, Mob, Proleten. Verschont mich mit eurem Anblick. Vermeidet Berührungen, ihr widerwärtigen Lohn- oder Sozialhilfeempfänger. Oh, wie sehr hasse ich die obligatorischen Wahlkampfbäder in dieser Menge Mensch. Jene undefinierbare Biomasse, die mir zu Füßen brodelt. Und meine intellektuellen Ergüsse und scharfzüngigen Bonbons einfach absorbiert, ohne deren Gehalt wirklich erfassen zu können.
Und wenn Sie dann noch nach meinen Händen fassen, mich zu berühren, sich anschicken mit Ihren tuberkelverseuchten Tatzen und Pranken. Wissen Sie, Herr Psychologe, genau dann fühle ich diesen unendlichen Ekel in mir hochsteigen. Und wenn ich dazu noch das feiste Wonnegrinsen dieses Genschers ertragen muss, wenn der Pöbel seinen Namen skandiert und ich mit ihm und seinesgleichen gar das Banner zu teilen verdammt bin, oh, dann gib mir ein Schwert, ein edles Ross, eine Rüstung, zu Athos will ich ziehen nach Camelot, an seinem Hofe mit den Edelsten mich messen in ritterlichem Zweikampf. Aber stattdessen lechzen hier und heute die Lakaien nach meiner Zuwendung. Ich soll sie mögen, all die Bodyguards, Chauffeure, Parteisekretäre, soll ihnen anerkennend auf ihre fleischigen Schultern klopfen. Ja, wenn sie mich wenigstens anständig bestechen könnten. Aber sie halten ja selber die schwieligen Hände auf. Aber ich muss jetzt weiter, entschuldigen Sie mich bitte. Ich suche noch ein Desinfektionsmittel. Irgend so ein Portier hat mir nämlich die Hand geschüttelt. Moin, moin, Herr Doktor. Sie werden über meinen Besuch vielleicht überrascht sein. Aber ich habe mir gesagt, um mental immer à jour zu sein. Ich schied hüt auf der Arbeit in das stinkige Hus. Und ich möchte Sie bitten, ganz offen mit mir zu reden. Und wenn Sie irgendwelche Dinge in meiner Psyche entdecken, dann machen Sie das bitte wie unsere tapferen Männer und Frauen beim Torfstechen und Krabbenpoolen. Haurin und Holrott. Eine gewisse Zerrissenheit meiner Persönlichkeit zwischen Bon Vivant und Alltag, zwischen intellektuellem Jargon und Mundart, zwischen Plattheiten und Dialektik, will ich von vornherein nicht leugnen, wer mir deshalb aber vorwirft, ich sei eigentlich ein typischer Mann der PDS, der plattdeutschen Schizophrenie, den halte ich für einen Dösbattel mit einem ollen Döskopf. Ich habe seit meiner Wahl zum Parteivorsitzenden knallhartes Learning by Doing gemacht. Dank meiner Zusammenarbeit mit einem Think Tank aus der Werbeindustrie haben wir mittlerweile für jede Wählerzielgruppe den richtigen Mann bzw. die richtige Frau. Den Thierse für die Ossis, den Klose für die Softies, die Hertha Däubler-Gmelin für die Schwaben, Frauen und andere gewichtige Minderheiten. Den Bruder Johannes für die Gläubigen, den Oskar für die Ökos, den Schröder für die Linken, nach wie vor den Hans-Jochen Vogel für die Ärmelschoner in der Beamtenschaft. Mich selbst als Identitätsfigur für semikritische Kaschmirsocken und Seidenhemdträger mit unglücklichem Bewusstsein. Für die Muttis draußen im Lande, den Stolpe als Placebo-Weizsäcker auf der Ersatzbank. Und im Hinblick auf die Gewerkschaftsklientel konnte ich sogar den Karl-Heinz Blessing durchsetzen, obwohl einige Genossen Bedenken hatten bezüglich seiner mangelnden Redegewandtheit.
Aber ich hab nur gesagt. Und könnt ihr nicht snacken, so mört wird jem lehren, wie mört jem dat Mulwagen mit Butter ins Meer. Sie sehen, gute Politik ist immer auch Ausdruck von Kultur. Ganz in der Tradition von Ernst Reuter und Fritz Reuter. Selbstverständlich auch Edzard Reuter und Stefan Reuter. Bis hin zu Otto Reuter, dem unvergessenen Chansonnier, dem übrigen bereits in den 20er Jahren ein heute noch aktuelles Lied zur AIDS-Prävention gesungen hat. Schau ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Sie sehen erneut, Politik ist Kunst. Die moderne Sozialdemokratie braucht deshalb Analyse und Fantasie. Karl Schiller und Friedrich Schiller, Hans Jonas und Bruno Jonas, Justus Franz und Kaiser Franz, die IG Metall und Heavy Metal. Und so sage ich auch zu den konkret vor uns liegenden Aufgaben klipp und klar. Als Kern der praktisch-politischen Philosophie der Sozialdemokratie und konkreten Utopie des solidarisch Machbaren. Da find sich ein Letter, ein Weg und ein Steg, wenn zwei sich mal ein Leif habt, gehen so euch vor den Weg. Imperialistischen Kräfte haben nur einen Pyrrhus-Sieg errungen. Die Reaktionären und Faschisten haben zwar unsere geliebte Mauer, das sozialistische Bollwerk, gegen die zersetzenden Einflüsse des Kapitalismus nicht nur zerstört, sondern sogar vermarktet, indem sie es an die internationale Liga der Klassenfeinde verscharrten. Doch der Sozialismus erhebt sich zu dieser Stunde der spätkapitalistischen Dekadenz wie Phönix aus der Asche. Listigerweise habe ich meine körperliche Schwäche nur vorgetäuscht. In Wirklichkeit bin ich vom Krankenlager direkt ins Trainingslager umgezogen. Und bereite mich statt auf mein internationales Comeback vor. Genossen! Die Zeit ist reif für eine marxistisch-leninistische Renaissance. Aber diesmal auf gesamtdeutschem Boden. Und meinen alten Kampfgenossen, den vier magischen Ems, Mittag, Mielke, Margot und de Maizière rufe ich zu. Seid guten Mutes, ihr tapferen Revolutionäre. Die Zeichen unserer Sache stehen günstig. Aber wehe den Renegaten, wehe den Revisionisten. Grenz, wir kriegen dich. Dich und den Motro mitsamt seinem Gysi. Ihr werdet für vogelfrei erklärt. Und von meinen sozialistischen und anti-imperialistischen Häschern bin Samus bis nach Nordkorea gejagt. Genossen! Ich habe noch genügend Reserven zu mobilisieren.
und ich kehre zurück als der Rächer der Beerbten. Honi 2, demnächst in Ihrer Republik.